Herzlich willkommen zum Tutorial über SiteScore Metrics, der Zitationsdatenbank Scopus. Sie sehen den Eintrag für den Aufsatz Debt, the Leveraging and the Liquidity Trap von Paul Krugmann. Dieser Artikel wird von 174 in Scopus enthaltenen Publikationen zitiert. Er ist im Quarterly Journal of Economics erschienen. Klicken Sie den Zeitschriftentitel an, sehen Sie den SiteScore 9,59 für diese Zeitschrift und die Berechnungen dazu. Unter SiteScore Rank sehen Sie, dass das Quarterly Journal of Economics in der Scopus-Sachgruppe Economics and Econometrics den Rang 1 von 521 Zeitschriften nach SiteScore erreicht. Das heißt, diese Zeitschrift ist die höchst zitierte ihres Fachgebiets, findet sehr viel Aufmerksamkeit und ist zum Zitieren seriös und zum Publizieren attraktiv. SNP, das bedeutet Source Normalized Impact per Paper, und SJR ist gleich SciMago Journal Rank, werden ebenfalls angezeigt. In der frei verfügbaren Datenbank Journal Metrics Scopus untersuchen wir beispielhaft folgende Fragen. Welche Zeitschrift hat den höchsten Sitescore? Welche Zeitschrift aus dem Fach Linguistik hat den höchsten Sitescore? Welchen Sitescore hat das Modern Language Journal? Wenn Sie die Datenbank Journal Metrics Scopus öffnen, sehen Sie sofort eine nach Sitescore sortierte Liste der Zeitschriften. Wie in den Journal Citation Reports des Web of Science stehen auch hier das CAA Cancer Journal for Clinicians an erster Stelle. Der Sitescore 160,19 weicht erheblich vom Journal Impact Factor ab. Diese Abweichung ergibt sich aus der unterschiedlichen Berechnungsmethode und aus der unterschiedlichen Anzahl und Auswahl der ausgewerteten Zeitschriften. Welche Zeitschrift aus dem Fach Linguistik hat den höchsten Sitescore? Legen Sie das Suchkriterium Subject Area fest und wählen Sie unter Arts and Humanities die Gruppe Language and Linguistics aus. Im Gegensatz zu den Journal Citation Reports des Web of Science berücksichtigt Journal Metrics Scopus auch die Kultur- und Geisteswissenschaften. Sie erhalten eine Zeitschriftenliste, an deren erster Stelle die Artificial Intelligence Review mit einem Sitescore von 6,09 steht. Dieser Wert ist deutlich niedriger als bei der medizinischen Zeitschrift, die den höchsten Sitescore insgesamt hat. Neben der Angabe des Sitescores finden Sie den Rang der Zeitschrift innerhalb Ihres Fachgebiets und die Anzahl der Zeitschriften, mit denen sie verglichen wird. So gewinnen Sie einen Überblick darüber, welche Zeitschriften in diesem Fach besonders renommiert sind. Um die Metriken für eine bestimmte Zeitschrift zu finden, legen Sie das Suchkriterium Titel fest und tragen Sie den gewünschten Zeitschriftentitel ein. In der Trefferliste finden Sie die gesuchte Zeitschrift und weitere, die Ihre Suchworte in der Beschreibung enthalten. Wählen Sie nun das Modern Language Journal aus und sehen Sie sich die Details an. Die Zeitschrift hat einen Sitescore von 3,39. Das Modern Language Journal wird einmal den Kultur- und Geisteswissenschaften in der Sachgruppe Language and Linguistics und einmal den Sozialwissenschaften in der Sachgruppe Linguistics and Language zugeordnet. In beiden Sachgruppen nimmt sie einen hohen Rang ein, ist also eine Zeitschrift mit hoher Prestige. Als Fazit lässt sich feststellen, Sitescore soll als Konkurrenz zum Impact Factor ebenfalls den Stellenwert von Zeitschriften innerhalb ihres Fachgebiets zeigen. Die Werte weichen zum Teil ab, da sich die Datengrundlage und die Berechnung unterscheiden. Journal Metrics von Scopus Elsevier wertet mehr und andere Zeitschriften aus als das Web of Science. Insbesondere das Berücksichtigen von Zeitschriften aus dem Bereich Kultur- und Geisteswissenschaften unterscheidet Journal Metrics von den Journal Citation Reports aus Web of Science Clarivate. Vielen Dank für Ihr Interesse!